Unser Journalist, mit dem wir zusammengearbeitet haben, Michael Colborn, der hat nach eigenen Angaben 30 Minuten gebraucht, um sie zu finden, nachdem er diese Suche begonnen hat. Die Frage ist natürlich, was dürfen die Ermittlungsbehörden tatsächlich? Diese Suchmaschinen sind auch relativ neu. Die gibt es nicht seit 30 Jahren, wie viele jetzt irgendwie vermuten, weil sie glauben, man hätte es ja vor 30 Jahren irgendwie finden können. Das ist relativ neu und es ist eine rechtliche Grauzone. Also vieles, was man über solche Maschinen findet als Ermittlungsbehörde, darf man wahrscheinlich gar nicht so benutzen, dann tatsächlich vor Gericht. Und dann wird es halt problematisch.